Hervorragend. Die 92. Minute, der lange Ball von Gazi Begovic, Balay, Yeboah! Und via Innenstange springt er rein, ausgerechnet er. Wer denn sonst, könnte man sagen, Kelvin Yeboah. Kelvin Yeboah krönt in Minute 54 seine überragende Leistung mit seinem 6. Saisontreffer. Der LASK steuert auf seine 4. Goran Stankovic mit dem Pass in die Tiefe auf Yeboah, der endlich mal seine Schnelligkeit ausspielen kann. An Guganik vorbei, an Oswald vorbei. 2:0. Der 7. Saisontreffer für den ehemaligen... Der hat Platz, der versucht es, trifft Yeboah und Sturm führt. 2:1. 72 Minuten sind vergangen. Saison. Kitashvili. Dann setzt hier Länder nach. Das Ganze 5 Minuten nach dem Ausgleich. Und Sturm führt. Kelvin Yeboah mit dem 2:1 in der 59. Minute. Immer wieder Jon Goran Stankovic in dieser Phase. Sturm hatte auf Dreierkette umgestellt. Goran Stankovic ins Mittelfeld nach vorne gezogen. Der Pass auf Yeboah, der lässt einfach nicht locker gegen drei Kärntner. Und stellt auf 3:1 Vorentscheidung in diesem Spiel in der 67. Minute. Noch einmal die Ballbehandlung von Robert, den Ball hier links am Flügel. Zakaria schaut auf, findet Janča. Janča nochmal auf Yeboah. Yeboah, Abschlusstor. Nächster drin. Dante mit einer guten Flanke und das ist die neuerliche Führung für die Grazer. Kelvin Yeboah in der 59. Kamazo. Yeboah schießt selbst und macht das 3:1. 79. Minute, das ist die Entscheidung. Einwurf Gazi Begovic. Goran Stankovic mit dem Ball hinter die Abwehr. Yeboah, noch immer Yeboah. 1:0. Sturm Graz. 66. Minute. Maresic sieht nicht gut aus bei diesem 3 Minuten Zweig. Später. Schlechter Rückpass von Kosa. Kelvin Yeboah reagiert am schnellsten. 3:1. Das ist die Entscheidung. Es ist und Treffer. Yeboah krönt seine ausgezeichnete. Janča sieht Yeboah. Der lässt Suttner stehen. Der Abschluss, das Tor. 2:1 in der 51. Minute. Sturm dreht tatsächlich die Partie. Innerhalb von 4 Minuten. Kelvin Yeboah, das sieht unheimlich lässig aus. Er schlänzt den Ball ins lange Eck. Macht sein 4. Elfmeter für die Grazer. Yeboah, 48. Minute. Das 3:0. Janča hat ihn schießen lassen. Yeboah mit seinem heraus. Jakob Janča den Tick schneller im Sprint. Bedient Yeboah. Und damit 4:0 in der 69. Minute. Doppelpack für Janča und jetzt auch Doppelpack. Yeboah ist vorne, greift aber nicht ein. Lässt Kitashvili den Vortritt. Der legt ab und... 1:0, Sturm führt, 38. Prass, Kelvin Yeboah, jetzt macht auch er sein Tor, 4:0 mit dem Schlusspfiff am Ende. Gibt's dann noch, 44. Minute, Gazi Begovic, bringt den Ball ins Zentrum, Yeboah, das 3:1, stark herausgespielt von Sturm, wuchtig und wilde Kabine. Der anschließende Freistoß, Wüttrich, Yeboah! Der LASK-Schreck mit dem Ausgleich. Ein unglaubliches, ein verrücktes Spiel. Von 0:3 auf 3:3. Wieder Janča, wieder Nyangbo, wieder Janča und Kelvin Yeboah. 24. Minute, die Grazer führen. Und jetzt ist auch alles korrekt abgelaufen. Karia und Kelvin Yeboah mit dem 3:0. Die Entscheidung ist hier gefallen. Yeboah macht sein 11. Saisontor und seinen 4.